Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal im LS19 Challenge Projekt mit dem geilen LS-Profi, der alles gewinnt und alles rasiert und natürlich mit dem vielleicht nicht so guten Crazy King. Servus und Eigenlob stinkt, sag ich nur. Ja, ja, bei der Sache darf ich das mal machen. Ja, Leute. Der Chrissy Gammy darf mich jetzt nur noch mit König ansprechen, weil ich die Challenge gewonnen habe. Ja, ja. Ja. Jetzt habe ich mich verfahren wegen dir, weil du so viel Geschwätz hast. Ja, hier. Nee. Vielleicht beim nächsten Mal. Vielleicht gönne ich dir dann mal den Sieg. Als nächstes Geschenk hoffentlich hat Vario Fend 1050. ja, das wäre geil. Ah, sie brauchen Stroh, wenn jemand mag. Nee, ich brauche kein Stroh. Nicht freiwillig, kriege ich schon genug. Brauchen die Kühe Stroh? Ja, Kühe brauchen Stroh. Ja, wenn du Mist haben möchtest, wenn du Gelar möchtest, brauchst du kein Stroh. Ich habe eigentlich auf mein Feld Stroh. Ach, ich frage sie dann in der nächsten Aufnahmesession. Jetzt muss ich erst einmal schauen, damit bei meinen Feldern was weitergeht. Vor lauter Challenge Mode und dies, das. Guck mal, ja, zu nix. Ich würde gerne die Wiese. So. Die Wiese unter der 26, wenn du ohne guckst, diese Wiese möchte ich mir gerne. 26, kaufen. Wo ist denn das? Fast neben da, fast unter deiner 25 ist sie. Unter 25? Dann noch runter, dann dieser Grünstreifen da. Wo ist der Grünstreifen? Die Wiese da ohne. Feld 25. 26. Ach so, du, der komische lange Streifen da. Hä? Der lange Streifen da. Ja, der lange, ist so ungefähr mein. Ja, der lange Streifen. Ja, mach das. Jo. So, wir tun mal dabei schön die Felder kalken. So, ich bin kurz im Melo. Ja. So, natürlich immer schön spionieren beim Herrn Kollegen. Jetzt ist er gerade nicht da. Und liebe Grüße von mir da lassen, damit er schön verlieren soll. Oh, jetzt haben wir, glaube ich, beim Nachbar ein bisschen mitgekolkt, aber macht ja nichts. Und jo. Aber jetzt werden wir zuerst einmal die Felder kolken und dann schauen wir weiter. So. Dann geht's da weiter. Und dann war's das auch mit dem Feld schon wieder. Und dann war's das. So. Ah, jetzt ist mein Call klar wegen dir. Gerade in dem Moment, wo du einer kommen ja, bist. Ja, ja, immer wegen mir hier. Ja, sicher, immer wegen dir. Ich halt mal wieder nicht gönnst, ey. Hä, hey, ich gönn dir alles, was du haben willst, aber. Das ist also unfair. Den Sieg nicht, ist mir schon klar. Hä, wo hab ich so, nie gesagt? Ich bin den ganzen Abend dabei, okay. Gönnerisch auf jeden Fall. Mhm. Gönjamin. An auf Gönjamin. Richtiger Gönjamin. So, aber lohnt sich ja überhaupt gar nicht, das festzufahren, wenn ich sowieso gleich noch was reinkippe. Aha, hat er Silage bestellt? Oder Grossi ja, bestellt? Ja, nee. Ja. Ah, na, das brauche ich nur im Keller an, Spaß. Ah, ja. Aha, ja. Wie viel denn das Gramm? Wie viel denn das Gramm? Wenn du mir 100.000 pro Gramm gibst, dann haben wir ein Angebot. Ah, was hast du denn da? Was mit Blattgold überzogen? Nee, das ist angeschriebenes Zeug, ey. Das ist Boah, Alter, diese Straßen. Piepen wir raus. Naja, jetzt hat er schnell nachgegoogelt. Hä? Ja, ja. Gar nichts hab ich nachgegoogelt hier. Google nichts. Ach,
Weißt du, was mein Google ist? Oh, hier vorne ist umsonst Dünger, Alter. Den nehme ich jetzt mal mit, Junge. Hallo, schön die Griffel losen davon. Scheiße. Wäre zu schön gewesen, um Arzt zu sein. Das LU hoffentlich mal ordentlich was zu tun hier, Alter. Och Mann, ey. Wo ist er dann jetzt? Ich bin so gegen den Gulli gefahren, ey. Was denn Scheiße. Aber nur so, ich würde dir 5 Gramm abkaufen. Alles klar, jetzt macht er da ein Nebengeschäft, ja. Ja, egal, Junge, 500.000, ganz easy. Kommst mal schnell vorbei, Roman, dann machen wir das Angebot mal schnell. So. Also der Kevin hat da wahrscheinlich einen Führerschein irgendwo gemacht, oder? Nö, Führerschein hat er noch nie gemacht. Was fragst du? Weil der Herr Kollege gerade über mein Kalk Big Bag drüber gefahren ist, jetzt kommt er nicht mehr rüber. Kann aber passieren hier. Scheiße, kann ich nicht mehr düngen, ey, das kotzt an, Alter. So, also ich bin jetzt fleißig am Felder kalken. Ah, ich muss den Mod anrufen, der soll mir ein bisschen da überall die Kohle ausmachen von den Zäune, Alter. Ich bleib überall stecken mit meinem schönen Fend. Na, Siggi, machen wir 480.000 raus. Ich muss einmal kurz zur Besprechung gehen. 480.000 raus und dann passt das, okay? Grüß Gott. Wer will da 200 Euro von mir? Ja, das war unser Kalk. Hey, den hab ich gerade bestellt. Wir hatten aber auch Kalk gestellt. Ah, oh, Mann, da muss ich 200 überweisen. Ah, oh, der hat mich wieder abgecasht. Jo, passt. Ciao. Ciao. Die haben mich gerade abgezockt. Ja. Meine ganzen 300.000. Okay, läuft bei dir. Na, wie, Spaß. Was hast du denn gekauft, Alter? Gar nichts. Sagen, ey. Ich hab mir einen 200 Euro Big Bag Kalk gekauft. Siehst so, ja, das ist aber meiner, den hab ich gekauft. Jetzt müssen wir 200 Euro überweisen. Wofür? Für den Kalk, obwohl es meiner ist. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, ob das fair ist oder nicht, weil sonst beschweren wir uns. Ich muss sagen, ohne wenn das deiner ist. Hab ich ja gesagt, das war aber unserer. Schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare, es würde mich interessieren, was ihr machen würdet. Ja, ich finde das fair von denen, würde ich sagen. Da muss man ein bisschen mehr bezahlen. Ich finde es auch fair, wenn ich die abzocke und die als Pleitegeier darstelle. Das würdest du wohl gerne. Rüber düngen, ey, für... Alter, dieser Kalkverbrauch ist aber auch nicht normal. Ich fahr 3 Bahnen. Na, 1 Bahn und das ist schon wieder leer, Alter, ich glaube. Geil, ey. Musst du vielleicht mal einen größeren Aufbau holen. Das ist nicht seiner, den hat der mir geklaut. Klaust du hier Big Packs, oder was? Hä, ich hab's gerade gekauft, es ist unter seinem Drescher gespawnt. Du klaust hier als Big Packs von den Leuten in meinem Chat, also, ne. Hätte ich erst echt nicht von dir gedacht. Ah, ja. Ich werde, glaube ich, Beschwerde einlegen. Wo ist denn der Herr Bürgermeister? Den müssen wir mal besprechen. Ich glaube, da werden wir mal Beschwerde einlegen. Der hat gerade Feierabend hier. Das sind immer dann die Ausreden, wenn es ums. Das sind dann die Ausreden, wenn es ums Eingemachte geht, dann verbisseln sie sich. Ja, ist ja wirklich so. Warte mal, ich bin was an. Mal wegen dir. Es ist schon wieder leer, Alter. Geil, Junge. Noch öfters. Ich hoffe, bei dir geht da öfters was aus. Nö, bei mir geht nichts aus. Alles gut. Oh! Was? Warum kostet sie so viel? Boah, das wär halt übelst nice. So, jetzt muss ich kurz wohl schauen. Bei Beschwerde wenden Sie sich bitte an die Geschäftsleitung. Das wäre jemand. Stelle mal die. Geil. Oh Mann, ey. Ah, die Geschäftsleitung. Die ja, miese die Geschäftsleitung. Jetzt muss ich kurz mal was schauen.
Und zwar schreibt es einmal gerne in die Kommentare, ob wir uns sowas holen sollen. Häng ich im Güllebecken. Sind die schon fertig, mein Mann? So, jetzt haben wir uns einmal ein besseres Werkzeug gegönnt. Die haben gleich angefangen. Soll ich gleich noch Silber mähen oder was, Alter? Was ist denn das für eine Scheiße? So, Leitlein, jetzt werden wir das verkaufen und uns was noch Neues gönnen. Nee, du solltest dir lieber einen eigenen Pickaxe kaufen. Tut sind leicht schön helfen und mir nicht. Das ist unfair. Tut sind leicht helfen. Ja, mir muss geholfen. Mir muss hier geholfen werden beim Projekt. Ey, das ist ein 14er. Ach du Scheiße. Ja, ja. Merk immer. Die Karten kommen noch zurück, warte noch. Wenn so dann auf einmal der Finanzberater vor deiner Tür steht und sagt einmal bitte zur Kasse. So minus 3 Millionen. Warte mal, ich muss kurz mal was fragen. Ja. Ja, schreibt doch gerne mal eure Meinung zu ihnen in die Kommentare. Natürlich alles mit Spaß verstehen, das ist ja nur Spaß, die Challenge. Und ja. Ja, es ist einfach. Es wird immer spannender mit jeder Folge, einfach spannender. Es ist einfach genial. Mann, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob uns jemand da mal die Kollision aus den Zäunen da machen kann. Ja, wenn ihr das kennt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Oh Mann, war jetzt steht uns wieder der Scheiß. Da Big M im Weg. Ah, jetzt lasst er uns gehen. So, jetzt holen wir uns noch einmal den Düngerstreuer. Wenden Sie sich bitte an meinen Anwalt und an meinen Finanzberater. Aha. So muss das. So, ja, nix. Ich hab grad einen schönen Deal gemacht hier mit dem LO. Ah, schreibt's natürlich einmal bei mir in die Kommentare, was er so vorhat. Nee, passt schon. Doch. Wird mir einmal interessieren. Nee. Dafür gibt verlose 25 Euro Basef. Oh, da mach ich aber selber mit. Jetzt sag nicht, damit du kein Call keine geht. Willst du mir rollen jetzt? Was? Mann! Eigentlich hast du das ja schon verdient hier, weil du klaust einfach Kalk von meinen Zuschauern. Es tut mir leid, Leute, aber du geht kein Call keine. Das ist unfair. Nö, nee, gar nichts hier. Was das unfair ist, dass du mir am Anfang alle Lumi-Mitarbeiter geklaut hast. Das war unfair. Das finde ich nicht fair. Ich stumme mich mal kurz. Jo. So, natürlich haben wir jetzt wieder mehr Geld ausgeben, wie wir wollten, aber naja, das werden wir schon wieder einholen, wenn wir den Herrn Kollegen abzucken. Und ja. Ah, da ist er ja wieder, der Herr Kollege. Aber dann würde ich sagen, war's das mit der Folge? Schaut's beim lieben LS-Profi vorbei. Natürlich Bewertung nicht vergessen, Like da lassen, abonnieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und natürlich Spionieren nicht vergessen. Das ist das Wichtigste, damit wir uns gegenseitig auschallengen können. Ja. Und dann würde ich sagen, bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.